Heute Abend wartet eine leichte Aufgabe. Ich werde in ein bewachtes Anwesen eindringen, einem fetten Adligen sein unbezahlbares Kleinod stehlen und mich unbemerkt zurückziehen. Lord Befford ist auswärts unterwegs und Gerüchten zufolge begleitet ihn der Hauptmann seiner Wache. Das ruft geradezu nach einem kleinen Einbruch. Das vordere Tor von Lord Beffords Anwesen wird ständig bewacht und die Hauptstraße ist viel zu exponiert. Aber Cathy meinte, dass es an der Seite einen günstigeren, abgelegenen Eingang geben soll. Nur eine Wache und wahrscheinlich keine lästigen Zeugen. Cathy möchte ein bestimmtes Zepter haben. Silbern, juwelenbesetzt, mit den üblichen Verzierungen. Es dürfte einen hohen Preis erzielen. Typisch für seinesgleichen wird Befford seinen Schatz vermutlich auf der obersten Etage des Hauses aufbewahren. Nahe seinem Herzen und möglichst fern der Dienerschaft. Warten ist zwecklos. Ich habe den alten Bauplan des Hauses von Cathy und wer bei Befford schlafen soll, wird es mittlerweile tun. Es wird Zeit aufzubrechen. Na, kam euch diese Cutscene bekannt vor? Sie gehört nämlich eigentlich zu der Mission Lord Beffords Anwesen, aber dieses Mal haben wir hier etwas anderes zu tun. Durchqueren Sie das Level und entdecken Sie einige Dinge, die als Bugs während der Entwicklung von Thief der Meisterdieb auftraten oder einfach nur in unserer verzwickten Fantasie existierten. Wenn Sie genug gesehen haben, drücken Sie einfach den Knopf im Haupteingang. Ja, aber ich denke mal, bis es soweit ist, bis wir diesen Knopf drücken müssen, dürfte wohl noch eine Menge passieren und wir dürfen zum Schluss sogar noch mal was kaufen. Also den Heiltrank brauche ich jetzt in dem Fall mal nicht. Ich würde sagen, wir kaufen einfach die ganzen Breitkopf-Pfeile, wofür wir sie auch immer gebrauchen können, aber ich denke, das müsste reichen. Und schon sind wir wieder hier. Hallo, lieber Beric, was machst du hier? Aber ich würde sagen, bevor wir uns dem Haupteingang widmen, möchte ich erstmal gucken, was hier so los ist. Schöne bunte Wände und hier habt ihr dicht gemacht, finde ich gut. Na, was willst du? Tust du mir nichts? Hallo? Nö, der tut mir nichts. Du machst nur Geräusche. Würdest du das bitte lassen? Ich mag keine Geräusche. Gott, fress mal lieber hier die Frösche. Ach, die unterhalten sich drinnen wieder über die Bärenjagd, auch nicht schlecht. Ich laufe hier aber erstmal vorbei. Geht's hier weiter? Nö, hier habt ihr auch dicht gemacht, ne? Jo. Schade, ich würde da aber gerne durch. Was haben wir hier? Hier habt ihr bestimmt auch zugemacht, ja. Sollte ich dich mal töten? Na, dann habe ich aber gleich die Wachen am Hals, wenn ich den... Nee, den werde ich jetzt nicht töten. Das machen wir nachher, wenn die Wachen hier weg sind. Hier haben wir noch eine schöne, ja, ein schönes Graffiti von Lord Befford. Das war er bestimmt sogar selber. Und da steht auch schon was. Das ist George, unsere Ausgangsstruktur. Wir gestalteten es so auffällig wie möglich, damit auch definitiv nichts in dieser Farbe in der Endversion landet. Also damit meinen die Entwickler diese bunten Farben hier, also genau das hier, damit die sehen, wo die noch was vergessen haben und noch was machen müssen. Aber irgendwie verwirren diese Viecher mich. Ich mag euch nicht. Ich mochte euch noch nie. Und was wollt ihr? Ihr Da hat der eine wieder die Krämpfe. Hallo. Lasst ihr mich rein? Fersengeld, Freundchen. Ihr habt hier nichts zu suchen. Ja, ihr auch nicht. Wollt ihr mich umarmen? Komm mal her, du. Hallo. Das ist eure letzte Chance. Verschwindet oder wir machen kurzen Prozess mit euch. Ja, ja, ich gehe ja schon. Wollt ihr nichts mit mir tun? Hallo? Ich weiß, dass ihr sonst was tut. Aha. Ja, ich habe auch tierische Angst vor euch. Na? Kommt her. Ach, du auch? Na? Der ist für dein Herz. Oh, ich krieg einen Apfel, dankeschön. Oh, du bist aber lieb. Ja, und was wollt ihr? Wollt ihr auch Äpfel? Die sind traurig, weil sie keine Äpfel kriegen. Na komm, seid mal schön ruhig. Nimm das! Oh, ich habe ja sowas von Angst vor deinen Äpfeln. Kann ich die dir nicht zurückwerfen? Das wäre irgendwie lustig. Ja, ich glaube, die sind jetzt tot. Leiche, ich habe euch nur geknüppelt. Hallo? Ja, komm, hör auf hier mit deinen Äpfeln. Naja, du kippst ja wenigstens noch richtig um. Gib mir mal lieber die Äpfel. So, hier, das hast du jetzt davon. Da. Ich hoffe, das tut weh.
Ja, und ihr seid auch tot, obwohl ich euch nicht getötet habe. Ist schon interessant. So, jetzt erstmal die Frösche. Wo seid ihr? Genau aus dem Grund habe ich nämlich auch die ganzen Breitkopfpfeile gekauft. Na, ihr tötet euch aber immer noch nicht gegenseitig. Hallo? Ich habe gerade einen Kumpel von euch getötet. Wollt ihr nicht? Nö, die wollen nicht. Oh, du bist hinter mir. Dich wollte ich auch mal töten, um zu gucken, ob du auch was Besonderes bist. Nö, du stirbst einfach nur. Okay, gut. Hätte ja sein können, dass mit ihm auch noch was ist. Denn hier gibt's wirklich sehr, sehr viel zu entdecken. Da freue ich mich auch ganz ehrlich richtig drauf. Ach, da sind schon Tanzende. Und das hier dürfte der Knopf sein, den wir nachher drücken sollen, richtig? Nicht diesen Knopf drücken. Genau, den soll man nämlich ganz zum Schluss drücken. Und hier haben wir eine schöne Tanztruppe. Das macht ihr richtig toll. Wer hat euch das beigebracht? Hat euch das Konstantin beigebracht? Naja, euch lasse ich erstmal so stehen. Haben wir eigentlich eine Karte? Ja, natürlich. Ja, die nützt uns aber nichts mehr. Och, stöhnt mir doch nicht so ins Ohr. Ich gehe erstmal hier lang. Die greifen einen auch übrigens nicht an. Hallo? Macht das Spaß, so zu tanzen? Ja? Ich will mittanzen. Naja. Was haben wir denn hier Schönes? Die geht auf. Oh, hi. Seid ihr zusammengewachsen? Ja, sind sie. Hallo. Ihr tut mir leid. Das sieht irgendwie aus, als ob der Hintere den Vorderen begatten würde. Ich weiß auch nicht, oder ich habe zu viel Fantasie. Naja, ich glaube, die können wir getrost hier stehen lassen. Ja, würde ich so sagen. Wenn man so guckt, sieht es aus, als wäre das einer mit zwei Köpfen. Wäre auch mal interessant gewesen. So, was haben wir da? Ach, da geht's da rein. Da will ich aber noch nicht hin. Ich will erstmal hier rum. Denn wie ihr mich kennt, ich verlaufe mich ja schon mal ganz gerne. Oh, ich wurde gesehen. Von wem? Hallo, wer hat mich gesehen? Ach du. Ja, Phantomschmerzen. Ich bin hier hinten. Hallo. Hier geblieben. Die beide. Was habt ihr für Medikamente genommen? Kommt raus und kämpft. Ja, hier, hallo. Kuckuck. Hallo. Auch nicht weglaufen. Ach, ihr seid so feige. Naja, das sind auf jeden Fall die Wachen, die Phantomschmerzen haben, obwohl man sie noch nicht angegriffen hat. Da sind wir gerade hergekommen. Dann gehen wir erstmal gerade hier hoch. Okay. Da ist nichts drin. Warum auch? Ach ja, das ist auch nett. Das hier ist Kathi. Hallo. Kathi, kann man dir helfen? Nee, dem kann man nicht helfen. Der schwebt und dazu hängt hier auch wieder eine Nachricht. Die Versuche, ihren Freund Kathi aus Craigsleft auf dem Boden liegen zu sehen, nahmen mehrere Programmier- und Designerstunden in Anspruch, als man glaubt. Und es klappte trotzdem nie. Einige Stunden bevor die Endversion verschickt wurde, gaben wir letztendlich auf und ließen ihn aufrecht stehen. Aufrecht stehen. Leute, lernt schreiben, wenn ihr das schon irgendwie da... Kann ich dich erlösen? Du hängst da so komisch, lieber Kathi. Ist es nicht einfach nur göttlich? Ich finde das herrlich. Was passiert jetzt eigentlich? Ach, dann kann ich dich auf den Boden legen. Ja, theoretisch hätten die das doch einfach so machen können. Ja. Naja gut, die haben ja selber geschrieben, das gestaltete sich schwieriger als gedacht. Und ja, ist jetzt die Frage, gehe ich da schon weiter? Nein, ich glaube nicht. Wir gucken uns erstmal noch hier unten was um. Weil ich will euch auch wirklich alles zeigen und ich hoffe, ich übersehe nichts. Ach, die Phantomschmerzwachen sind wieder da. Hi. Ne, jetzt lauft ihr nur noch weg. Jetzt seid ihr nicht mehr die Phantomschmerzwachen, ihr seid die Weglaufwachen. Ihr seid in dem Raum mit den Barracks, ne? Ja. Na? Ich hab dich geknüppelt, Freund. Aha. Und du? Halt. Nein, kein Mord. Ich hab euch nur geknüppelt. So, damit wir nämlich die Wachen, die ich euch schon gezeigt habe, aus dem Weg geräumt haben und nichts doppelt sehen, werde ich die knüppeln und hier den zweiköpfigen Barracks zum Fraß vorwerfen. Ich hoffe, es schmeckt euch. Oh. Oh, ihr tut mir gerade total leid, Leute. Hier, ich habe euch extra was zu fressen hingetan. Und sogar noch Zahnstocher dabei. Also bitte nehmt es an und, ja.
tut, was ihr tun wollt. Oh, die Tür ist aber auch schön. Ob die einen wohl tötet? Das würde mich jetzt aber mal gerade interessieren. Töte mich, Tür. Komm, sonst töten die Türen einen auch ewig. Schade, aber sie verschwindet nicht. Haben wir hier noch was Beute oder so? Och, ja, hier haben die Entwickler ein bisschen, ja, wahrscheinlich vorgekritzelt, um das nachher auszufüllen, würde ich jetzt mal behaupten. Habt ihr richtig schön gemacht. Na, das Bild sieht irgendwie ein bisschen pedohaft aus. Das hier sieht aus wie so ein Priester, der einen kleinen Jungen irgendwie, aber lassen wir das. Das erinnert mich so ein bisschen gerade an Alice Madness Returns, hier unser Hase. Und wer das da liegend sein soll, weiß ich noch nicht so ganz. Na, das sieht gut aus. Sieht ein bisschen aus wie St. Martin irgendwie. Und da... Oh Gott, Leute, ihr konntet aber richtig gut zeichnen, muss ich ehrlich sagen. Nee, da ist sonst nichts. Ach, die Tür geht normal auf. Und wir sind auf der anderen Seite. Wollte ich das? Ich glaube, das wollte ich nicht. Aber mal gucken. So, da waren die zwei Barracks. Da waren wir oben. Hier war nichts. Und waren wir hier? Nee, hier waren wir noch nicht. Und hier liegen nur Brot und Äpfel. Machen wir noch das Banner kaputt, wenn es da gerade mal so schön hängt. Gut, da war nichts. Die anderen lasse ich jetzt mal. Ein Banner zerstören reicht, würde ich sagen. Ach ja, hier ist der beste Kollege. Den zeige ich euch aber auch erst gleich, weil den liebe ich einfach. Der ist so genial, der Kerl. Den muss man echt ein bisschen ärgern. Dann macht es erst richtig Spaß. Lagerraum. Okay. Hier ist es dunkel. Warum? Wolltet ihr hier etwa was verstecken? Nö. Ach, hier ist die Küche. Ach ja, das ist auch schön, die Küche. Das ist richtig schön. Ich muss nur auf den Diener aufpassen, weil der geistert hier immer noch rum. Ja, die sind hier jetzt anscheinend zu Untoten geworden. Der kocht hier schöne Kadaversachen. Und er ist auch ganz schön zombie-mäßig. Ich würde dich ja jetzt gerne mal drehen, aber wenn ich dich von vorne gezeigt hätte, wärst du wieder abgehauen, ne? Und so viel zum Thema, das Lamm wurde nicht in diesem Frühjahr geboren. Das hier wurde, ist noch nicht mal in diesem Frühjahr gestorben. Das ist schon länger tot. Wollen wir hier noch ein bisschen künstlerisch kreativ werden, damit der Lord Befford hier noch was Schönes zu essen hat? Nein, das war zu weit. Genau. Das sieht doch schön aus. Haben wir hier sonst noch was, was wir dem in den Mund legen können? Wie wär's denn mit dir? Hm? Dann hat der arme Tote... Nein. Oh, Garrett. Warum? Tu doch einmal das, was ich dir sage. Obwohl, dich kann ich ins Feuer werfen. Haha. Das mache ich ja auch so gerne. Ja, deine Hand brennt. Aber ich glaube, das stört dich nicht mehr, oder? Gott. Das ist doch ekelhaft. Aber schade, dass der Zettel mit dem Lamm jetzt nicht mehr hier hängt. Das wäre echt noch die Härte gewesen. Ich frage mich nur gerade, wo kommen wir gleich wieder raus? Ach ja. Hier hat sich einer die Mühe gemacht, so eine Art Dosenwerfen zu veranstalten. Haben wir noch Äpfel? Ja, haben wir noch. Können wir die werfen? Na, nicht wirklich. Ja, dann nehme ich halt die Kiste, wenn sie hier schon mal steht. Ja, man sollte natürlich auch ein bisschen zielen, ne? Ja, das macht Sinn, ja. Na, mal gucken, vielleicht mit einer anderen Flasche. Oh, Garrett, werfen üben wir aber nochmal, ne? Egal, nehmen wir die Flaschen weg. Und dann werden wir sehen, dass die da einfach mal so in der Luft schweben. Können wir die kaputt hauen oder runterhauen? Nö, Schwert geht durch. Aber ist auch interessant. Wer hat das so dahingestellt? Bestimmt der untote Koch. Er wollte sich einen Spaß mit unserem Lord Befford erlauben. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite, richtig. Richtig, das wollte ich aber nicht. Denn wir müssen das ja alles ein bisschen mit System abgehen. Da ist auch noch eine Tür. Die dürfte auch wieder nur in den Keller führen. Haha, nein, das wollte ich nicht. Das ich wollte noch nicht. Ach, da ist auch noch eine Tür. Warum sind hier so viele Türen? Aber geht auch nur dahin gut. Denn wir machen erstmal oben alles unsicher.
Und dafür versuche ich hier ein bisschen die Reihenfolge einzuhalten, auch wenn es schwierig ist. Ach ja, das Schwimmbad. Genau. Hallo. Wer ist da? Ich. Ist da jemand? Ja, hier hinten. Kuckuck. Einbrecher! Halt! Möchtest halt! Du nicht ertrinken? Ach, da habt ihr auch was zugeschrieben. Was habt ihr denn geschrieben? Etwas, was ich nicht... Einmal so ängstlich? Ja, ich versuche ein Schild zu lesen und bin deswegen ängstlich, ja. Also das Schild ist anscheinend auch irgendwie ein Bug gewesen. Das kann man nicht auswählen. Und bei dem Schwimmbad muss man aufpassen. Also wenn man einmal drin ist, dann kommt man sehr schlecht wieder raus. Ich werde jetzt erstmal den armen Kerl da unten erlösen. Ja, ich wollte dich erlösen, Kollege. Gut. Oh Mann, ist das geil. So, jetzt gehen wir einmal rein. Denn hier muss man wirklich verdammt aufpassen. Also man kann auch nicht untertauchen. Und ja, sich in die Richtungen zu bewegen, ist auch gar nicht so einfach. Aha. Boah, ich bin froh, dass ich da wieder raus bin, weil da habe ich schon andere Let's Player gesehen, die ja, da wirklich lange drin gehangen haben. Und hier sind wir auch auf der anderen Seite. Oh Gott, ich weiß es doch nicht, aber doch müsste. Ja, hier ist die... Hä? Ich weiß gerade gar nichts mehr. Aber ich glaube doch, das hier war die Seite, die wir schon abgegrast haben. Dann müsste da jetzt unser kleiner Freund stehen. Oder auch nicht. Leute, warum tut ihr das? Oh, wer sind Sie denn? Hallo? Sir? Sind Sie das? Ach, hier entlang! Ja. Das war jetzt aber auch geil. Habt ihr zu dem nichts geschrieben? Zu dem hätte ich jetzt gerne was gesehen. Den habt ihr bestimmt nicht richtig fertig modelliert. Kann das sein? Ach, jetzt sind wir gleich wieder bei den Zombies. Aber wo ist der... Wo ist er denn? Wo ist denn der jetzt langgelaufen, der Kollege? Vor allem, wo steht mein kleiner Freund? Naja, das war jetzt aber bitte die Seite, die wir abgegrast haben. Ja, genau. Sehr schön. Obwohl, nein, das kann nicht sein, weil das hier ist die gegenüberliegende Seite. Gott, das ist ja aber auch alles verwirrend. Ich kann mir das ja auch immer alles so gut merken. Naja, gut, gehen wir hier hoch und stellen fest, dass hier nichts ist. Ja, schön. Machen wir das kaputt. Wofür auch immer. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist schon richtig genial, dass die hier auch den Mut bewiesen haben, das überhaupt zu zeigen. Also, ich finde das cool. Ich finde das richtig cool. Da geht's wieder zu den Zombies. Mein Gott! Da oben waren wir jetzt. Da ist nämlich nichts. Was ist dann hier? Hier müsste dann die andere Seite sein, wo... Genau. Gut. Dann gehen wir jetzt mal zu unserem kleinen Kollegen. Der steht nämlich auf der anderen Seite hiervon. Den finde ich nämlich auch richtig genial, den Kerl. Der ist richtig, richtig süß. Der wird euch auch gefallen. Aber ich glaube, wir kommen vorher noch an etwas anderem vorbei. Kann das sein? Ja, weil hier die Tür haben wir eben aufgemacht. Genau. Das heißt, wir gucken erstmal hier. Ja, ich glaube, ich nehme erstmal euch. Hier sind nämlich die beiden Diener. Und jetzt könnt ihr sehen, was passiert, wenn die Gegner bzw. die Diener, die eigentlich niemanden angreifen, sich wehren. Die können uns nämlich jetzt sogar verletzen. Hilfe! Was wollt ihr denn von mir? Hört auf mit dem Mist. Ja komm, schlag mich einmal. Au! Macht man das? Da kommt. Danke. Hör auf mir hinterher zu. Lauf. Au. Lassen Sie das, Sie Dieb, Diener. Ich hätte jetzt fast gedacht, gesagt, Sie Dieb. Oh, Jung. Kümmer dich lieber um deine bewusstlose Freundin, aber lass mich in Ruhe. Na, seid ihr jetzt auch Leichen? Ja, natürlich. Ich habe euch einmal geknüppelt und ihr seid Leichen. Schön. Ja, und man hat eben schon gehört, dass hier auch Barracks sind. Die sind nämlich da. Und wir gehen erstmal rein und gucken dann, was da steht. Hallo.
Ja, sie versuchen zu spucken, aber es kommt hinten raus. Habt ihr Blähungen, Leute? Ja, scheint so. Denn genau das dürfte jetzt auch hier auf dem Schild stehen. Die Umsetzung der gasspeienden Barrick stand anfangs vor einigen Problemen. Ohne Feuerdruck und das Misslingen, das Gas aus den richtigen Öffnungen strömen zu lassen, furzten sie sich zu Tode. Ja, kann man euch irgendwie helfen? Lauft ihr mir hinterher eigentlich? Nö, ne? Nö, dann könnt ihr da ruhig drin bleiben. Gut. Ihr bleibt ja wohl da drin. Weil ich kann euch ja eigentlich nicht gebrauchen. Ihr verpestet ja die ganze Luft. Das geht ja nun nicht. Gott. Also da war die Tür, das heißt, hier muss die andere Tür gleich irgendwo sein. Ist jetzt die Frage, haben wir hier alles? Es tut mir wirklich leid, Leute, aber die Mission, das war die allererste Mission und ja, so oft habe ich das Spiel auch nicht durchgespielt, dass ich hier wirklich komplett die ganze Architektur kenne und deswegen tut es mir leid, wenn wir jetzt hier die Wege auch 93 Trilliarden mal laufen, so wie ihr das ja eh von mir gewöhnt seid aus meinen Let's Plays. Ne, deswegen, ja, aber ich denke mal, damit kann man die Mission gebührend abschließen und ich glaube, hier sind wir gerade rein. Richtig, weil hier der kleine Kollege nicht steht, genau. Das heißt, dann haben wir den Keller auch abgegrast und ich muss nur wieder auf die andere Seite und dann zu der Tür, vor der wir eben gestanden haben. Perfekt. Das heißt, da lang und dann nach links. Genau, an euch wieder vorbei. Und dann nach da. Wo ist die Tür? Oh Gott, ich hasse es. Ach, Gott sei Dank. Und hier dürfte auch der kleine Kollege hinterstehen. Ja, da ist er. Och, ich liebe dich. Hallo. Der ist so cool, der Kerl. Er sagt auch was. Ich weiß nicht. Komm, sprich nochmal mit mir. Ich liebe dich. Ey, du da. Hallo, sag noch was. Sprich. Oh, was willst du denn? Was willst du denn? Oh. Nein, ich sterbe ganz bestimmt nicht. Ja, komm nochmal. Du sollst nicht kämpfen, du sollst sprechen. Da, ich dachte gerade, da wäre noch jemand gekommen. Rede mit mir. Hallo. Das ist so genial. Na komm, du tust mir so leid. Ey, du kleiner Haufen Mist. Oh, er holt Verstärkung. Oh ja, hol deine Brüder. Deine größeren Brüder. Ich liebe diesen kleinen Kerl. Der ist so genial. Ich werde ihn Rudolf nennen. Ja, ich glaube ja. Und jetzt, ja, hol du mal Verstärkung. Am besten von diesem Verschleierten nochmal. Waren wir hier jetzt auch bitte? Ja, da habe ich das Banner kaputt gemacht. Es tut mir wirklich leid, aber ich versuche euch wirklich alles zu zeigen. Deswegen, ja. Ich weiß nur gerade nicht, hier muss es noch einmal genau. Da wollte ich eben ja auch nicht hin. Hier war unser Cutty. Und hier ist die eine Seite. Gleich kommt uns bestimmt der Typ mit der Verstärkung entgegen. Ach ja, steht da was? Money! Ja, was soll uns das sagen? Ich heiße nicht Money.